Maigo, das patente Schneidebrett. Hier geht es um die Reinigung und Pflege von Holzschneidebrettern. Tests haben ergeben, dass hochwertige Schneidebretter aus Holz auch hygienische Vorteile haben. Das Besondere an Maigo Schneidebrettern ist, dass sie die Vorteile von Brettern mit und Brettern ohne Rille kombinieren. Das Schnittgut rollt nicht herunter, Saft wird aufgefangen und alles bekommt man einfach und gezielt wieder vom Brett. Reinigen Sie Ihr Holzschneidebrett unter heißem Wasser, gern auch mit Spülmittel und Bürste. Danach gut abtrocknen und so hinstellen, dass möglichst von allen Seiten Luft herankommt. Sonnenlicht wirkt antibakteriell. Mehr Pflege braucht Ihr Holzschneidebrett im Alltag nicht. Nach langem Gebrauch können Sie Ihr Brett mit einem scharfen Spachtel oder mit Schleifpapier bearbeiten und hinterher mit einem reinen Speiseöl einölen. Wir verwenden dafür gern Rapsöl, weil es geruchsneutral ist. Wir ölen mit der Hand, mit Pinsel oder Tuch geht es natürlich auch. Das Einölen sollte im Übrigen etwas häufiger geschehen als das Abziehen, damit Ihr Maigo Schneidebrett immer gut aussieht. Maigo, das Brett mit der besonderen Rille. Hergestellt in den Holzwerkstätten der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg von Menschen mit Behinderung. Mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail. Für Sie vorgeölt und poliert. Maigo Schneidebretter sind funktional und sehen gut aus. Mehr Informationen unter maigo.de.